Staatspreis Erwachsenenbildung 2017. Nominiert als Erwachsenenbildnerin des Jahres Dagmar Ransmeier. Dagmar Ransmeier ist seit bald 30 Jahren in der Erwachsenenbildung als interkulturelle Theaterpädagogin tätig. Anfang der 1990er Jahre gründete sie das Ensemble Die Fremden, das inzwischen rund 500 Aufführungen in 21 Produktionen auf die Bühne gebracht hat. 75 Migrantinnen und Migranten aus 41 Ländern haben bisher bei der politischen Laientheatergruppe mitgewirkt. Menschen, die in Österreich ihre neue Heimat gefunden haben, können durch das Theaterspiel eine erweiterte Form des Austausches und der Kommunikation erfahren, sowie einen Weg aus der Sprachlosigkeit und Möglichkeiten der Teilhabe finden. Alle Stücke und Figuren werden in gemeinsamer Improvisationsarbeit entwickelt. Dagmar Ransmeier begleitet die Gruppen als Leiterin und Regisseurin dabei, ihre Geschichten, Themen und Rollen zu einem Stück zu formen und damit sicht- und hörbar zu werden. Die Kunstsprache des Theaters wird so zum Sprachrohr und Vehikel für Diskurse über dringliche gesellschaftliche Themen.